Also, hallo erstmal. Freue mich, euch hier wieder zu sehen, diejenigen, die heute dazu gestoßen sind. Freue mich, euch jetzt heute in unserem Lehrgang zu sehen. Wir haben gestern im Bereich Abwehr von Messerangriffen mit einer relativ einfachen Konstruktion, mit einem relativ einfachen Eingang gearbeitet. Und heute möchte ich das Ganze übertragen auf die Abwehr von Stockangriffen. Das heißt, wir werden immer mit einem Grundkonzept arbeiten gegen alle Angriffswinkel, die wir haben. Und werden dann darauf aufbauen, das Ausweiten. Also von den Einzeltechniken gehen wir gleich wieder in das reaktive Arbeiten, werden dann, so ist zumindest mein Plan, auch mit mehreren Angreifern und mit Drills in der Gruppe arbeiten, um einfach Stress zu machen. Ein Lehrer von mir hat auch gesagt, Grundtechniken auf einem hohen Level können einen auch ganz schön zum Spitzen bringen. Also es ist dann sehr einfach, aber noch sehr schwierig. Wenn man die Basics, die Grundtechniken, sehr gut verinnerlicht hat, wie in Systemen, die sich wirklich auf ganz bestimmte Technikgruppen spezialisiert haben, im Karate, im Judo, sind Spezialisten für ihre eigenen Bereiche und machen halt Tausende, Zehntausende der gleichen Techniken, 10.000 Mal den gleichen Wurf, 10.000 Mal Mara Shigeri, das können die dann, und zwar richtig gut. Wir sind mehr... Also die Zehnkämpfer in der Selbstverteidigung, wir bieten uns aller Möglichkeiten, aller Mittel. Und umso mehr ist es für uns wichtig, dass wir halt die Basics in allen Bereichen auch wirklich solide aufbauen und solide schulen. Und wenn der Eingang erstmal geklappt hat, wir den ersten Angriff, die erste Angriffswelle überlebt haben, ja, wie wir im Computer spielen, ja, erste Welle überlebt, dann können wir auch in die Gegenwehr, in die Entwaffnung, in die Wurftechnik, in den Abschluss der Kombination gehen. Beim Stock nehmen wir im Gegensatz zum Messer noch einen Angriffswinkel mit dazu. Das heißt, Vorhandschlag zur Schläfe ist die 1, Rückhandschlag zur Schläfe ist 2, dann Vorhandschlag zum Körper 3, Rückhandschlag zum Körper 4, Stich zum Bauch 5. Damit sind wir 1 zu 1 zum Messer und der Schlag von oben zum Kopf ist jetzt die Nummer 6, die wir noch ergänzen. Heute arbeiten wir nach einem Konzept, dass immer die rechte Hand den ersten Kontakt macht, die linke Hand übernimmt und die rechte Hand macht den Konter. Also drei Bewegungen jeweils. Wenn Schlag 1 kommt, nimmt er an mit rechts, rechts geht direkt auf das Handgelenk, linke Hand übernimmt, rechts macht der Hammerfortschlag. Insofern kennen wir das auch von gestern. Dass wir auf jeden Fall nicht wegfest haben. Gut, gestern beim Messer war unser Weg unter dem Arm durch. Wir bleiben jetzt auf der Innenseite, rechts, links, rechts. Wenn Angriffswinkel 2 kommt, nehmen wir ebenfalls wieder mit rechts an, links übernimmt und jetzt macht rechts eine Gerade zum Kopf. Angriffswinkel 1, rechts, links, rechts. Angriffswinkel 2, ebenfalls rechts, links, rechts. Wenn ein Angriff von der Seite kommt, man ausfällt, Fallschritt nach rechts, weg vom Angriff. Wenn man von der Seite kommt, geht man Ausfallschritt links, weg vom Angriff. Also auf 1, rechts nach vorne, 2, links nach vorne. 1, rechts nach vorne, 2, links nach vorne. Und wenn man rechts, links, rechts nach hinten. Müssen wir nur etwas den Körperschwerpunkt absenken. Das heißt, wenn ein Schlag 3 kommt, horizontal zum Körper, oder 4, horizontal zum Körper, auf 3 nehme ich wieder mit rechts an, Finger zeigen dabei nach oben, links übernimmt und rechts macht den Hammerfaustschlag. Bei 4 nimmt rechts an, ich gehe wieder etwas in die Knie, links übernimmt, rechts macht den Konterschlag. Also 3 und 4. 1 bis 4, 1, 2, 3, 4. Und so können wir uns auch im Grunde ganz schön auf den Partner einstellen. Bei 1 sind wir rechts nach vorne gegangen, bei 2 links, bei 3 rechts und es folgt ein Hammerfortschlag, bei 4 links nach vorne und es folgt eine Gerade. 5, um in dem Bewegungsrhythmus zu bleiben, gehe ich jetzt zunächst nach innen.
Und ich darf jetzt mit meiner Hand die Stockspitze zur Seite ziehen. Ja? Der Stich tut nicht so weh, wenn ich den Stock berühre, wenn ich den Schlag in der Hand blocken würde, ist klar. Also, beiseite. Greif das Handgelenk bzw. kontrolliere jetzt den waffenführenden Arm und es kommt wieder der Faustrückenschlag. Einmal. 1, 2, 3. Beim Schlag 6 wieder um den Rhythmus meine Ausweichschritte beizubehalten, meine Ausweichbewegung beizubehalten, gehe ich wieder links nach vorne. Und arbeite im Grunde wie bei Schlag 2. Nochmal die 2, rechts, links, rechts, nochmal die 6 von uns. Rechts, links, rechts. Prinzipiell haben wir ja die Möglichkeit, bei den beiden Angriffen 5 und 6 auch zur anderen Seite zu gehen. Ja, wenn der Stich kommt, Ausweichschritt. Wenn der Schlag von oben kommt, kann ich auch nach innen gehen. Aber ich finde den Rhythmus jetzt so schön. 1 bis 6. Rechts nach vorne.
habe die Sicherheit, ich kenne ja den ersten und den letzten. Spannend wird es in der Mitte. Schnappt euch wieder einen anderen Partner und los geht's. Nehmen wir jetzt ein, nach rechts und wechseln in ein anderes Winkel. Hier oben wechselt damit, wir gehen nach unten. Aus dieser Position, Armbrecher, Schulterwurf, Jumppress, raus, warte sich an, mit der Partner. Gehen rein, wechseln an, links übernimmt, rechts macht. Hammervorschlag in die Seite aus dieser Position. Armbrecher. Sehr nahe. Abschlusstechnik. Raus. Die Waffen. Aufheben von Waffen. Auch ein interessantes Problem. Bitte? Wenn ich den ersten Kontakt aufbaue, ist die zweite Hand zusätzlich als Schutzhand noch mit hoch, klar. Wenn ich hier bin, kann sein, er hat ein lockeres Handgelenk und klappt rum. Nicht so gut. Die zweite Hand als Schutzhand geht hoch. Wir hatten gestern das Thema Passivblock. Ich lege die Hand an den Kopf, damit der Kopf geschützt ist aus dieser Position. Haut er mir auf die Hand. Nicht auf den Kopf. Dann Hammervorschlag anstatt Hammervorschlag zum Kopf, zur kurzen Rippe. Aus dieser Position. Nächste Bewegung. Eine Hand geht hoch, eine Hand geht runter zum Armbrecher. Bleibt dran. Drehe ich ein für Schulter. Nach dem Wurf. Stammtritt raus. Das Sichern der Waffe kann in zwei Griffarten funktionieren. Die einfache Griffart ist die, mit der ich dann auch gleich wieder schlagen kann. Ich nehme den Stock, jetzt aber vorsichtig, nicht selbst erdolchen. Das schaffe ich am besten, indem ich den Stock durchschiebe. Andere Möglichkeit ist, wenn der Stock einfach mal so blöd da liegt, dass ich so greife, dass die kleine Fingerseite, an der kleinen Fingerseite das kleine Ende rausschaut. Und wer hat den Stock? Weißt du? Oh, da ist er. Letztes Mal. So. Okay. Probier jetzt mit eurem neuen Partner. Den Angriff 1 beantworten wir jetzt mit der Kombination von Ebel. Butter. Und das nehmen wir dann zum Anlass, direkt dann auch den Rolltausch zu machen. Das heißt, ich nehme den Stock dann auf und greife auch dreimal den Partner an, wobei der dritte Angriff dann die 1 ist. Bums. Bums. Jetzt kommt die 1. Wer den Kopf jetzt
jetzt nicht immer angreifen wird. Knie zum Bauch geht natürlich auch, oder Pferdefuß. Schleuderwurf, Entwaffnung, Überlandspiel und Schlag. Und danach, habe ich auch ein Video von Jackie Chan gesehen, egal was ihr vorher macht, sucht euch nachher mal eine coole Endposition. Das unterscheidet so Jackie Chan die chinesischen Martial Arts Filme von den amerikanischen, weil den amerikanischen haut sie drauf wie wild und sieht dann nachher immer brutal aus. Die Chinesen hauen auch drauf wie wild, aber haben immer eine ganze Position. Ja? Schaut euch an. Okay, anderes Winkel 2 mit neuen Partnern. Wäre der Holger wieder dran.